Hier ist Janisolaria Delfini mit einem Video und auch einer Anleitung dazu, dass du dein Lymphsystem komplett vollständig bereinigen kannst, und zwar physisch sowie auch energetisch. Und dieses, was ich jetzt hier zusammengestellt habe, ist natürlich auch entstanden aufgrund des Energetiker-Workshops, der jetzt für die letzten 4 Monate erstmal beendet wurde. Und sehr als zusammenfassend dort noch ein paar Themen hochgekommen sind, vor allen Dingen karmischer Ballast und ja, Fragen aufgekommen sind, wie kann man das lösen, wie kann ich das abtransportieren, wie kann ich energetische Blockaden am besten lösen. Und aufgrund dieser Fragen, die jetzt für mich auch als Seminarleiter übrig geblieben sind, bin ich zum Thema lymphatisches System gekommen und möchte euch hierzu einiges anregen, zeigen, einfach darüber informieren. Ich meine, wer aus dem medizinischen Bereich kommt, der weiß darüber gut Bescheid. Aber es kommt halt auch bei vielen drauf an, dass sie das einfach nicht beachten, dass das mit ein ganz wichtiges System ist, was gereinigt werden muss. Ja, und die Reinigung und Entgiftung unseres Lymphsystems ist ein unglaublich wichtiger Prozess. Und der Seelennahrungsprozess, den jetzt viele von mir gemacht haben, die jetzt hier auch zuhören oder den auch noch vorhaben zu machen, erst einmal diese 3 Tage, ist ein enorm starker Prozess zur Reinigung der Lymphe. Also es ist vielmehr so, dass du, wenn du auf 3 Tage Seelennahrung gehst, ja im Grunde genommen deinen Darm erst einmal entlastest und keine neuen Säuren zufügst, so dass der Darm entgiftet. Auf ein sowas wie beim Backofen gibt es so diese Self-Clean-Taste. Du machst einfach ein bisschen Wasser rein und dann macht sich der Ofen von alleine sauber. Und so ungefähr ist es bei Seelennahrung, dass je länger du auf Seelennahrung bist, der Darm sich von alleine wieder herstellt und regeneriert. Und natürlich dadurch die Lymphe einfach viel besser in Schwung kommt und viel mehr abtransportieren kann, was an Altlasten vielleicht 10, 20 Jahre vorher im System gewesen ist. Ja. Trotzdem, wenn man jetzt zusätzlich noch energetisch arbeitet, so wie wir das beim Energetiker-Workshop gemacht haben, und dann auch noch aus Vorleben Traumata mitbearbeiten, dann sollten die zusätzlich mithilfe einer Lymphreinigung mit abtransportiert werden, damit der Organismus einfach nicht zu sehr schlagt. Und wie du das machst und wie du das kannst, erkläre ich dir jetzt hier und versuche mich wirklich kurz zu halten. Kurz ab, aber trotzdem ein paar Informationen über die Lymphe. Also die Lymphe ist eine Art Kläranlage bzw. auch Filteranlage, die das Körperwasser wunderbar von uns sauber halten soll. Ja? Also unser Interstitium, unsere Zwischenzellflüssigkeit, dass dort keine Bakterien, Keime, Viren, Fette, Schlacke, Gifte, Abfälle oder entartete Zellen oder Parasiten erst einmal vorhanden sind bzw. sich auch nicht weiter durch den Körper bewegen können. Ja. Und das ist im Grunde genommen ein richtiger Staubsauger, unser Lymphsystem. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden diese Sachen eben von einem Fleck zum anderen weitertransportiert und können dann eben Organe oder ganze Körperabschnitte befallen. Ja. Dazu nochmal die Information, dass das Lymphsystem parallel zu den Blutgefäßen verläuft. Und dennoch du musst dir das Lymphsystem also wie ein Blutsystem nochmal vorstellen, ein Blutkreislauf, allerdings eben ohne Blut, sondern mit Lymphe. Und der zweite Unterschied zwischen den beiden ist auch noch, dass das Blutsystem ein geschlossenes System ist, das Blutkreislaufsystem, und die Lymphe ein offenes System. Und die Lymphkapillare, die sich mitten im Gewebe von unserem Körper befinden, die haben im Grunde genommen am Ende enden die im venösen Blutkreislauf, wenn die gereinigt werden. Und vorher haben sie natürlich das gesamte lymphatische System gereinigt, also den gesamten Lymphfluss überall im Körper. Und das wird dann später dem venösen Blutkreislauf zugefügt. So, und das Problem bei der Lymphe ist etwas größer, als dass wir das normal jetzt beim Blut machst du irgendwas rein und das reinigt sich irgendwann, oder es kann halt einfach durch Bewegung. Um das nochmal klarzustellen, ich bin jetzt hier ein bisschen abgelenkt worden. Also
Der Blutkreislauf wird von unserem Herzen angetrieben und das Lymphsystem hat ja keine Pumpe. Ja, deswegen ist es auf Körperbewegung, Muskelbewegung, Atembewegung von uns angewiesen. Und das Lymphsystem hat auch ganz kleine Gefäße, so wie wir das von den Kapillarsystemen vom Blut her kennen. So fängt es auch an und endet dann im großen Ductus Portali, das ist also im Brustbein dort und wird dann dort in das venöse Blut gekippt. Das ist nochmal so, dass ihr eine Vorstellung habt. Ja. Nochmal zusammenfassend, die Lymphkapillare sind für den groben Abfall zuständig, der sich im Körper ergibt. Die holen sich Bakterien, Bakteriengifte, also die Stoffwechselendprodukte von Bakterien, Schwermetalle, Toxine, Chemikalien, Pilze, Reste von den Zellen, die vielleicht abgebaut werden, Zellbruchstücke und ja, zerstörte Zellen, Viren und ja, die transportieren die quasi ab, wie schwimmend, mit einer schwimmenden Flüssigkeit und die ist auch etwas zähflüssig, also ist nicht sehr leicht zu bewegen und deswegen braucht es unbedingt Unterstützung von uns. Vor allen Dingen, wenn du schwungartig und schlagartig viel ausleitest, viel entgiftest und eine große Bereinigung vornimmst. Also viele machen dann Leberreinigung, Nierenreinigung, Schwermetallausleitung, Parasitenausleitung, aber am Ende müsste rein theoretisch bei jedem nochmal eine Lymphreinigung gemacht werden, beziehungsweise gehören einige Dinge noch ins Leben mit dazu, die viele einfach nicht mehr machen. Das werde ich dann am Ende von der Sprachnachricht jetzt hier dir noch mitteilen. Ja. Und es gibt zusätzlich zu dem, dass das Lymphsystem dann quasi im venösen Blut endet, noch eine Information. Es gibt also noch die Lymphknoten. Diese Lymphe wird von den Lymphknoten zwischendurch gereinigt und befreit, weil das wäre ja sonst Quatsch, wenn der ganze Dreck durch den ganzen Körper läuft. Ja. Und diese Lymphknoten sind richtig hammergroßartige Teile. Also du wirst begeistert sein, wenn du hörst, was die machen. Und die sind natürlich im gesamten Lymphsystem immer so in Gruppen entlang postiert, diese Lymphknoten. Einige kennt ihr wahrscheinlich in dem Leistenbereich, Halsbereich, Achselhöhlen, aber auch im Bauchraum befinden sich ganz viele. Und diese Lymphknoten, die filtern jetzt nicht nur die herankommende Lymphe, sondern das ist richtig krass, die fressen regelrecht mit Fresszellen, also die sind vollgepackt mit Fresszellen und vernichten und entgiften alles, was da reinkommt. Und deswegen kann es manchmal sein, dass du auch geschwollene Lymphknoten hast, wenn die halt viel zu fressen haben. Ja, es sollte aber, wenn du viel auf Seelennahrung bist, nicht mehr das Problem sein. Ja, nur wenn halt das System übersäuert ist und der Mensch sehr, sehr ungesund lebt und zum Beispiel Fleisch, Tier und sehr saure Sachen isst, dann hat die Lymphe dementsprechend eine noch langsamere Geschwindigkeit, ist noch zähflüssiger und die Lymphknoten haben ihre Probleme. Und es ist ja auch ganz leicht herzuholen, wie viele Krankheiten dann entstehen können, ja, inklusive Krebs. Ja. Und ja, diese Lymphknoten neutralisieren eben auch ganz viel, zerstören Bakterien, eliminieren die, recyceln und ja. Ja, und unsere Gesundheit hängt im Grunde genommen komplett von dem Lymphsystem auch ab. Das sollte jeder Energetiker mittlerweile auch wissen. Und ja, es gibt also sehr, sehr viele Krankheiten, die daraus entstehen können, wenn es zum Beispiel einen Lymphstau gibt. Ja, also das ist die einfachste Variante, jetzt zu erkennen, ob du davon betroffen bist, ist zum Beispiel erstmal selbst deine ganzen Themen dir anzuschauen, was dein Körper dir bisher meldet. Also wenn dein Lymphsystem derzeit überlastet ist oder einfach nicht funktioniert, dann lässt die Leistungsfähigkeit der Lymphknoten nach und die darin befindlichen Abwehr- und Fresszellen eben auch, sodass die Lymphe noch langsamer fließt und der Körper rückvergiften kann. Ja, und man spricht dann im schlimmsten Falle eben auch von einem Lymphstau. Das wäre dann bei einigen Erkrankungen auch der Fall. Auf jeden Fall kannst du das erkennen, indem du Schwellungen, Ödeme hast, entweder in den Füßen, Händen oder im Gesicht
Und es kann aber auch in den Nieren, im Herzen Hormonstörungen verursachen. Muss nicht immer mit diesen Wassereinlagerungen zu erkennen sein. Ja. Und Zellulite ist zum Beispiel noch ein so ein Thema. Daran sieht man das, wenn du dann im Po-Bereich oder im Oberschenkelbereich Zellulite hast, dann ist dort im Grunde genommen schon eine Kombination von Lymphstau, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht, Übersäuerung zu sehen. Ja? Das sind dann also viele Fettzellen in einem bestimmten Gebiet angesammelt. Und hier können sich besonders gut Giftstoffe, aber auch überschüssige Lymphe dann eben einlagern. Das führt dann auch zu diesem Symptom schwere Beine, dass du das Gefühl hast, du kannst dich mit deinen Beinen nicht mehr so bewegen wie früher, so wie Kinder, so rumhüpfen. Besonders Frauen sind hier von betroffen oder einfach auch ja, übergegessene Männer. Ja. Jetzt nochmal zur vertieften Erklärung von bei chronischen Krankheiten, was dort eben passiert, wie das überhaupt möglich ist. Das ist auch aus energetischer Sicht ganz wichtig zu verstehen, dass wenn es irgendwann einmal zu einer schwereren Erkrankung gekommen ist, egal welche Erkrankung das ist, dass hier auch immer die Ursache im Lymphsystem geschaut werden muss. Weil ist es zum Beispiel so, dass die Lymphknoten nicht richtig arbeiten. Ja, also die Fresszellen sind verlangsamt und der Dreck, also die Lymphe gelangt viel, viel dreckiger ins venöse Blut, als wenn die Fresszellen arbeiten würden. Dann vergiftet der Körper. Also auch hier können Schwermetalle einfach reinkommen oder Toxine, wo man sich fragt, ja, wie kommen die ins Blut rein, ja? Weil einfach normalerweise das eine normale Belastung ist, aber die Lymphzellen eben nicht, die Lymphknoten nicht arbeiten können. Ja, und dann, wenn dann eben dieses Dreckwasser sozusagen ins Blutkreislauf reinkommt und jetzt irgendwo eine kleine Schwachstelle ist, weil eine Besetzung angehaftet ist oder eine Genetik von der Ahnenlinie schon geschwächt wurde durch bestimmte traumatisierende Erlebnisse, Unfälle oder Tode, dann kann eben dort genau, wo dann die Lymphe, also das verdreckte Blut mit der dreckigen Lymphe zusammen einströmt, ja, zu Krankheiten führen. Ja. Und du merkst das am Anfang, wenn es also so eine schleichende Vergiftung gibt deiner Lymphe, dass du chronische Kopfschmerzen hast anfänglich, die immer regelmäßiger kommen und auch immer schneller wegen Kleinigkeiten, dass du vielleicht unerklärliche Müdigkeit hast, Leistungsabfall, Konzentrationsstörungen und wenn das dann nicht behoben wird, dann wird das dann zu chronischen, schlimmeren Beschwerden kommen. Ja, nebenbei ist es auch so, dass Allergien, Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten auch damit zu tun haben können. Aber was so der Klassiker ist, beim überlasteten Lymphsystem sind dann eben Gelenkschmerzen, Menstruationskrämpfe und das PMS-Syndrom. Also ja, das ist ja völlig logisch dazu auch herzuleiten. Verdauungsbeschwerden, Stimmungsschwankungen natürlich, Depressionen und was so richtig der Klassiker ist, sind halt alle möglichen Hauterkrankungen. Akne, Neurodermitis, ja, weil der Körper kann es, einfach die Lymphe kann am schnellsten über die Haut auch ausleiten. Ja. Der Ursprung für viele Gifte wäre hier auch noch anzuschauen, bei jedem Einzelnen, wo er die Giftbelastung überhaupt her hat, weil das ist ja dann bei der Ursachenforschung mit ganz wichtig. Also es kann sein, wenn jemand zum Beispiel Medikamente einnimmt oder viel in seinem Leben Medikamente eingenommen hat, geimpft wurde, ja, zu stark Putzmittel nimmt oder auch mit Putzmitteln meine ich dann nicht nur für den Haushalt, sondern auch für den Körper. Ja, das fängt an mit Haarfärbemitteln oder Shampoos, wo hinten Sachen draufstehen, die du nicht mehr aussprechen kannst. Also im Grunde genommen gehört nichts, was an Chemikalien ist, in den Organismus. Viele denken ja, wenn ich das mir auf den Kopf mache, dann kann ich es dann wieder auswaschen. Nein, es geht direkt in die Lymphe, es geht direkt ins Blut, es geht direkt in den Kopf. Das ist wie ein Glas, wenn du oben eine Flüssigkeit reinkippst, dann rieselt das runter und das ist eine unglaubliche Belastung fürs Gehirn. Vor allen Dingen die Kunststoffvarianten, die damit reingelangen. Ja, und von den Schwermetallen, die allein über Shampoos vermittelt werden, möchte ich mal ganz schweigen. Ja. Also Pestizidrückstände natürlich aus der Luft und ja, was so an Chemtrails runterkommt. Aber auch Tattoos, das dürfte euch klar sein. Nahrungsmittelzusätze, E-Stoffe, Konservierungsstoffe, ja, dass du im Leitungswasser drin hast, all das Ganze kommt halt mit rein. Ja.
wenn es dann schon anfängt, dass dein System einfach überfordert ist und es einfach nicht mehr schafft, in bestimmten Körperabschnitten diese giftige Lymphe abzutransportieren oder zu reinigen, dann hast du an diesen Abschnitten dann oft Pilz- oder Virusinfektionen, Herpes oder so weiter. Ne? Und dann können sich da eben noch viel, viel mehr die entarteten Zellen, die eigentlich abtransportiert werden müssten, auch ansammeln, und ja, das kann dann zu Metastasen, Tumoren führen, zu abgelagerten Gewebe. Was muss ja irgendwo in eine Tasche dann rein, ne? Und kommt jetzt noch hinzu, dass du schon eine Krankheit hast, und dann kommt es zu einem Lymphsystemproblem, ja, dann kannst du auch nicht heilen, weil erst die Lymphe in Fluss gebracht werden muss. Daher sollte wirklich unbedingt regelmäßig immer mal wieder die Lymphe gepflegt, gereinigt, gewartet, ja, werden, damit auch die Lymphknoten arbeiten können und so weiter. Ja, und das werde ich jetzt kurz mit euch durchsprechen. Anders als jetzt, sagen wir mal, wenn man ad hoc eine Schwermetallausleitung macht und dann machst du dann 4 bis 6 Wochen oder länger bewusst gezielte Schwermetallausleitung, ist das bei der Lymphreinigung. Die sollte einfach wirklich regelmäßig, dauerhaft in den Alltag integriert werden. Ja, und viele haben sich jetzt sicherlich schon schlau gemacht und wissen auch, dass so eine Lymphdrainage beim Physiotherapeuten sehr, sehr hilfreich ist und dass das auch ein Werkzeug ist, was ich jetzt sehr, sehr erkrankten Menschen auch empfehle, Lymphdrainagen zu machen. Aber eine Lymphdrainage kann auch viel zu rabiat sein, kann noch mehr Schäden hervorrufen und noch mehr zu Stauungen führen, wenn sie nicht richtig gemacht wird oder ja, nicht beachtet wird, was die Ursache des Lymphstaus ist. Es ist auch nicht so leicht, die Verantwortung an den Physiotherapeuten nur abzugeben. Und hinzu kommt eben, dass du eine Fremdberührung hast und Fremdenergieübertragung stattfinden und er eben seine astralen Belastungen auch noch bei dir mit reinmassieren kann in die Lymphe. Weil denk nochmal dran, Energie strebt zum Ausgleich. Und wenn du das Gefühl hast, der Physiotherapeut ist nicht sauber, nicht klar, nicht entschlackt, nicht entsäuert, nicht entgiftet, dann hat er dich auch nicht anzufassen. Ja, weil dann, das wird dann, also aus 2 macht 1, ne? Der überträgt dann seins auf deine Lymphe, das ist klar. Vor allen Dingen, wenn du viel Seelennahrung machst und sehr gereinigt bist. Ja. Das Allerwichtigste, und das jetzt halt für die Indinas und für die, die jetzt schon viele Jahre Seelennahrung machen. Ich habe es zwar immer wieder gesagt, aber ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich es einfach wieder beobachte, dass nicht ausreichend Bewegung während der Seelennahrung gemacht wird. Ja, ausreichend Bewegung meine ich wirklich mindestens einmal am Tag 1 Stunde Sport machen, so dass du schwitzt, dass du erschöpft bist, dass du körperliche Muskulatur aufbaust, denn eine starke, gute Muskulatur hat auch zur Folge, dass deine Lymphe super gut durch die Muskulatur alleine, wenn die in Bewegung ist, mit angestoßen wird. Ja, also ein gut durchtrainierter Körper, ein sportlicher Mensch hat überhaupt keine Lymphprobleme, außer es ist eine genetische Disposition oder tatsächlich zu viele Toxine im Organismus, die er über was anderes reinbekommt, ja, was die Lymphe eh nicht abtransportieren kann in dem Fall. Also die ausreichende Bewegung, ich muss es nochmal sagen, ihr werdet selber sehen, wenn ihr auf Lichtnahrung geht und ihr werdet dann so müde und so schlapp und so depressiv, das ist dann, wenn die Lymphe staut, weil, oder du kriegst es erst einmal mit, dass die Lymphe in Bewegung kommt und jetzt endlich ja, fließt, dann fließt der ganze Dreck an dir vorbei. Und wenn du in dieser Phase, wo dein Kreislauf auch Probleme hat, wo du am liebsten wieder ins Bett gehst oder nicht weißt, was du machen sollst, sterben oder leben, ja. Es gibt ja diese Phase bei der Seelennahrung, wenn die Gifte ganz hochgespült sind, dann würdest du dich am liebsten umbringen oder durch den Kühlschrank fressen, ja. Dann geh in Bewegung. Du wirst sehen, schon nach einer halben Stunde Bewegung, und wenn es nur auf dem Mini-Trampolin ist oder ums Haus laufen oder die Treppen hoch und runter laufen, alles kostenlos, musst du nichts extra bezahlen, ja. Dann wird es dir viel besser gehen. Also das ist auch immer meine Empfehlung bei den Lichtnahrungsseminaren gewesen. Beweg dich, Kreislauf in Fahrt bringen. Ja, also Sport hier wirklich, ich sehe viele in Linas, die abgemagert sind, die auch sehr gut die Prozesse machen, aber wenn man sich ihre Muskulatur anschaut, wenn man sich ihren Fitnessgrad anschaut, sind sie eher steif, leer wie Hohlkörper, die durch andere gesteuert werden. Und das hat damit zu tun, dass sie nicht sich bewegen, dass sie ihre Lymphe nicht in Bewegung bringen und dadurch ja auch energetisch, astral in ihrem Leben Blockaden nicht abtransportiert werden können,
Besetzungen, ja, da kommen wir gleich noch zu, ja, und so weiter müssen ja ausgeleitet werden. Das läuft ja alles auch über die Lymphe. Also hier nochmal zusammenfassend, du solltest unbedingt dich viel bewegen. Wirklich, Sport gehört zum Leben dazu. Und zu jedem Alter gehört das mit dazu. Und wenn das Walken ist, Laufen ist oder Spaziergänge sind, aber eine Stunde heftig, so dass du richtig merkst, dass du wieder eine Muskulaturspannung hast, dass du deinen Körper von oben bis unten spüren kannst, wenn du ihn bewegst und nicht nur irgendwo im Oberkörper oder im Kopf bist, was in der Regel bei 80% meiner Kunden auch der Fall ist. Ja. Reichliches Trinken von Eviswasser und natürlich eine gesunde, auch, wie soll ich sagen, eine klare, einfache Ernährung, wo der Körper sich drauf einstellen kann. Ja. Und natürlich basisch, wenn es geht. Ja. Also gut, das Eviswasser macht schon viel, aber trotzdem sollte es wenig und wenig saure Nahrungsmittel geben. So, und wenn du jetzt mal ad hoc dir vornimmst, diese Lymphreinigung zu machen, solltest du das mindestens 14 Tage lang machen. Ja, ich kann dir dann hierzu noch mehr Hinweise geben und auch die hier in Costa Rica sind, kann ich unterstützen mit Heilpflanzen, die ich mit hineingeben kann. Da werde ich schauen, was ich da besorgen kann. Ein paar Sachen habe ich mir schon angeguckt und dann kann ich das systemisch hier mit euch auch machen. Ja, und Bewegung haben wir jetzt schon besprochen. Es gehört zum Bewegen auch dazu. Du könntest zum Beispiel auch schwimmen gehen, tanzen gehen. Ja, also mindestens 10 bis 20 Minuten, vielleicht Trampolin springen und du hast null Probleme mehr, weil unten vom Wurzelchakra aus so eine starke Schwingung und Vibration durch den ganzen Körper geht. Deswegen haben auch viele Kopfschmerzen, wenn sie Trampolin springen, weil die Lymphe gestaut ist im Kopf und so weiter. Also das müsste systemisch gemacht werden. Also ein kleines Mini-Trampolin kaufen, ein Stepper, Laufband, ein Cross-Trainer oder sowas oder ein Rudergerät, ja, oder ja, Wasser ist natürlich auch eine super Sache. So, jetzt die weitere wichtige Empfehlung direkt hier von Indinas, für Indinas. Ihr wisst genau, die Energetiker haben die Ausbildung gemacht, die wissen, was die Torusatmung ist, was die Wasserfallatmung ist. Also die Atmung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Lymphbewegung, weil das beim Atmen, beim richtigen Atmen, bewegen sich sogar die inneren Organe von dir und schütten dann auch noch gleich ihren Dreck mit aus und fließt in die Lymphe rein. Ja, dazu brauchst du natürlich dann die Bewegung im Bauchraum, sodass sich wirklich auch die Lungen ausdehnen können und du tief ein- und ausatmest umgekehrt. Also hin und her atmen, sodass du richtig merkst, dass Bewegung von oben bis unten fließt. Ja, und das, was ich jetzt sage, die Wasserfallatmung und die Torusatmung oder auch die Seelenatmung, ja, sollte mindestens 15 Mal gemacht werden. Also mit 3-4 Mal Atemzüge ist das nicht gemacht. Und dann auch 2-3 Mal täglich diese 15 Mal machen. Morgens, mittags, abends am besten. Ja. Und ein weiterer wichtiger Punkt wäre eben die Lymph-Selbstmassage. Ja, durch eben aktive Muskelbewegungen und auch ja, das Anfassen von deinem eigenen Körper wäre hier auch nochmal ganz wichtig. Und vor allen Dingen, wenn du anfängst, dass es so bettlägerisch ist, dass du Kopfschmerzen hast, dass es dir nicht gut geht, ja. Dann gibt es dazu eben die Hilfsmittel bei der eigenen Lymphmassage und zwar den Alleinheitsmenschen. Dafür haben wir auch gesorgt. Und man kann natürlich statt den Alleinheitsmenschen auch die Hände nehmen oder trockenbürsten, aber ich finde es halt energetisch ganz toll, weil wir ja auch die Energiekörper so beachten müssen als Energetiker, dass der Astralkörper, der Ätherkörper eben auch in Bewegung kommt. Und mit dem Alleinheitsmenschen hättest du 2 Fliegen mit einer Klappe. Also den Kopf auflegen und das sollte, was ich euch jetzt beschreibe, wie die Massage stattfindet, sollte mindestens ja, 20 Minuten dauern. Darunter brauchst du gar nicht anfangen. Ja. Also, und du kannst natürlich auch länger machen. Du musst so richtig süchtig werden. Du musst so gute Laune kriegen, dass du den Alleinheitsmenschen gar nicht mehr weglegst. Ja. Und dazu jetzt kurz die Anleitung. Also du bewegst den Alleinheitsmenschen mit langen Strichen und leichtem Druck auf der Haut. Du beginnst zum Beispiel am äußeren rechten Fuß, auch am Fußknöchel dann entlang und bürstest in Richtung Rumpf mit dem Alleinheitsmenschen. Ja. Und
anschließend machst du das Gleiche im inneren rechten Fuß. Also erst außen, dann innen in Richtung Rumpf. So, und am Oberschenkel und Po kannst du auch kreisrunde Bewegungen machen. Das zeigt dir dann der Alleinheitsmensch, wie er sich am liebsten dort bewegt. Und dann machst du das Gleiche auch mit dem linken Bein. Fängst außen an, gehst innen entlang in Richtung Rumpf. So, und wenn du das gemacht hast, ein paar Mal lange Striche, dann gehst du zu den Armen, beginnst am rechten Handrücken und streichst über die Armaußenseite bis zur Schulter hoch und dann wieder die rechte Handinnenseite und den Innenarm wieder nach oben in Richtung Schulter. Genauso machst du das dann mit dem linken Arm. Und die Schultern sind wieder kreisend zu bewegen, natürlich in Richtung Schultergürtel zum Nacken hin sowieso. Und im Bereich Bauch und Brust solltest du auch kreisförmig arbeiten, weil dort der Ductus Portali ist und dort alles hinfließt. Ja, und wenn du im Kopf arbeitest und die Lymphe im Kopf im Fluss bringen möchtest, was sehr viel schwieriger ist, weil da ja keine Muskulatur ist, kaum, also wenig Bewegung, auch fürs Blut hat es dort eine schwierige Transportstation, ja, also es ist das schwieriger. Im Kopfbereich ist alles viel zu eng, viel zu kompliziert und zu wenig, ja, in Bewegung, dass du dort mit dem Alleinheitsmenschen auch auf der rechten Gehirnhälfte anfängst, im Nacken hinten, den Kopf nach vorne streichst und wieder von vorne nach hinten zum Nacken, dass du das einmal hinbewegst zu den beiden Nasenflügeln und von den Nasenflügeln wieder zurück über den Hinterkopf in den Nacken, sodass dort die Lymphe abtransportiert wird. Und rechts und links über die Ohren, um die Ohren herum, um die Schläfen herum bitte kreisend bewegen, sodass sich angehaftete Dämonen, die sich meistens im Schläfenbereich befinden, dann auch gleich rausflattern lassen. Ja. Gut, dann noch zum nächsten Thema, also was noch gemacht werden muss. Es muss auf jeden Fall viel, viel Flüssigkeit getrunken werden, viel Ibiswasser. Alles, was kein Wasser ist, also wenn du da Zucker ran machst oder Zitronenspritzer oder Geschmack, hast du kein Ibiswasser mehr und es ist dann keine reine Flüssigkeit mehr. Von der wirklich reinen Flüssigkeit brauchst du täglich, wenn du zum Beispiel 60 Kilo wiegst, brauchst du 2 Liter Minimum, ja. Also damit ist nicht Kaffee, Brause oder irgendwas an Getränken oder Tee mit gemeint, das ist alles Essen, sondern nur reinstes und stillstes Wasser. Auch Wasser mit Gas ist Essen für den Körper. Es ist kein stilles Wasser, kann die Lymphe nichts mit anfangen. Also die meisten Menschen verschlacken und übersäuern, weil sie kein sauberes Wasser trinken. Erst einmal eben auch das, was mit Schwermetallen voll ist. Und dann trinken sie halt auch totes Wasser, gefiltertes Wasser, Osmosewasser. All das sorgt dafür, dass die Lymphe energetisch, also dass der Energiekörper und die Meridiane nicht mitgereinigt werden, sondern das Wasser ist so verdichtet worden durch die viele Filterung, dass das Wasser nicht mehr feinstofflich kommuniziert, weil es es nicht mehr kennt. Es ist quasi getrennt worden. Filteranlagen trennen das Wasser von seinem eigentlichen Wesen und von seiner Arbeit. Ja, es wird also dreidimensional durch Filteranlagen gemacht. Und das Ibiswasser ist eben ein Wasser, was im Gegensatz zu dem gefilterten Wasser komplett anders arbeitet. Es kommuniziert mit deinen Meridianen und mit deinen feinstofflichen Körpern, weshalb es so heißt. Interdimensionales Wasser, energetisierendes System. Also kannst dich auch in eine Ibis-Badewanne legen, Ibis-Dusche machen und dir dabei Absichten sprechen, dass du deine Lymphe reinigst, entgiftest, entschlackst, entlädst von allen Giften. Ja, also kannst dir selbst natürlich hier Absichten noch zusätzlich in dem Paket formulieren, was ich dir empfehlen würde. Ja, und das, was ich hier für euch in Costa Rica machen kann, das würde dir aber selber jetzt, wenn du in Europa bist, wo auch immer, dann eine Kräuterunterstützung holen und sehr, sehr stark die Ernährung auch umstellen. Das heißt, Melone, es gibt ja sehr, sehr viel basenbildende Lebensmittel. Ja, da sind zum Beispiel, will ich dir auch noch schnell mitteilen, Avocados dabei. Viele Indianer sind avocadosüchtig, wahrscheinlich weißt du jetzt warum. Zitronenwasser, ja, zählt nicht zum normalen Trinkwasser, aber es kannst du als Nahrung aufnehmen, wenn du auch zwischendurch auf Seelennahrung bist und zwischendurch was trinken möchtest, Zitronenwasser. Frische Kurkuma oder auch Kurkuma-Wurzeln, besonders Bananen,
Rosinen getrocknete, Feigen getrocknete und wenn du gerne etwas aus deinem Garten isst, dann zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli, Brechbohnen, Chinakohl, Dill. Salate aller Art sind stark basisch, ja. Besonders basisch Fenchel, wenn du also da Appetit drauf hast, ne? Dann Fenchelsuppe, sehr, sehr basisch. Auch Gurkenwasser ist extrem basisch und Gurken natürlich. Auch Erbsen, Süßkartoffeln. Also ihr wisst, dass die normalen Kartoffeln sehr sauer sind, sind nicht zu empfehlen. Auch wenn es ein No-Go ist, aber Zwiebeln sind basisch, ja, für den Notfall. Rote Beete ist sehr basisch, Spinat, frische Tomaten und weiße Bohnen sind so die Klassiker. Ja. Und bei den Tees kann ich dir auch ein paar sagen, falls du dir die besorgen möchtest. Fencheltee natürlich, Löwenzahn, Brennnesseltee, Pfefferminztee, Ingwertee, Melissentee, Salbeitee, Hagebuttentees und es gibt in Deutschland auch zusammengesetzte Basenteemischungen, die man sich in den Apotheken bestellen kann. Hier in Costa Rica gibt es sowas überhaupt nicht. Die kennen nicht mal das Wort Base. Also die wissen nichts damit anzufangen, Säurebasenhaushalt. Aber gut, es gibt genügend Pflanzen, die ich euch hier zusammenstellen könnte. Bitte meldet euch bei uns im Büro, wenn ihr da Unterstützung braucht und ich dir ein Lymphreinigungspaket erstellen soll. Da werde ich dann einige Sachen reinmachen. Ja, gut. In der Zeit, abschließend wäre jetzt noch zu sagen, in der Zeit, wo du deine Lymphreinigung machst, solltest du natürlich vom Fastfood, von irgendwelchen giftigen Lebensmitteln komplett Abstand halten, also Supermarktfertignahrung, ja, also alles, was irgendwie verarbeitet ist, sollte weggelassen werden, weil es enorm belastet, sodass du einfach in der Zeit wirklich auf eine Art Fastenprogramm und bestenfalls Seelennahrung mit viel flüssiger Nahrung umstellst, ja, also in Kombination. Generell gilt für alle Indinas, die halt regelmäßig Seelennahrung machen. Das bedeutet also hier in dem Falle dreimal in der Woche mindestens auf Seelennahrung zu sein oder zweimal, die können sich, brauchen sich nicht so viel Gedanken machen, weil ihr Darm dadurch enorm gereinigt ist und die Lymphe einfach ihren eigenen Weg findet, sich zu reinigen, aber der Sport muss halt trotzdem bleiben. Und wenn man schon Vorerkrankungen hat und ein gewisses Alter hat, dann muss man auch trotzdem hier einiges noch dafür tun. Denn ein kranker, verschlackter oder übersäuerter, gereizter oder entzündeter Darm, ja, ist ja auch noch das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel Colitis ulcerosa hat, also dann sind schon Vorerkrankungen im Darm, dann gehen quasi die Gifte, die dort die Darmwand nicht mehr passieren können, also die nicht mehr ausgeschieden werden können, direkt noch zusätzlich ins Lymphsystem rein vom Darm. Also der Darm schüttet sich auch im Lymphsystem aus. Deswegen ist ein wichtiger Darm, ein gesunder Darm und gereinigter Darm parallel auch total wichtig. Ja, also das sollte unbedingt gemacht werden. Und das ist so ein, wo die Katze sich in den Schwanz beißt, ja. Also je sauberer und gesünder dein Darm ist, die Leber und auch die Nieren, umso besser geht es deinem Lymphsystem. Ja, denn je belasteter und je kränker der Darm, die Leber und die Nieren sind, umso mehr wird auch das Lymphsystem belastet. Ja. Diese Reinigung, die ich jetzt genannt habe, also Darmreinigung, Leberreinigung, Nierenreinigung, kann man natürlich parallel machen, allerdings nicht alle auf einmal, sondern nacheinander und auch immer mit Pausen, also eine von jeweils 4 bis 6 Wochen Pause, bevor du das nächste Programm machst. Und nun abschließend aus energetischer Sicht nochmal, also eine seelische Last, die du mit dir rumschleppst, kann den Lymphfluss stark einschränken und verhindern, dass sich also die Lymphe überhaupt reinigen lässt. Ja? Und das ist zum Beispiel, entweder hängst du mental in irgendwelchen negativen Gedankenmustern fest oder du hast bestimmte Themen von den Ahnen von deiner Blutlinie aufgenommen und kannst gar nicht wissen, was die belastet. Ja, du musst dich also wirklich tatsächlich damit auseinandersetzen. Oder du hast Besetzungen. Du schaffst es nicht, den karmischen Ballast abzutransportieren, wenn zum Beispiel viele Absichten sprichst und du reinigst dort dich von Dämonen, Verstorbenen und so weiter, dann gibt es immer auch dort ein Stoffwechselendprodukt energetisch. Ja, und der hängt dann in der astralen Lymphe fest. Und auch Überreste von Traumen oder wenn du ein Trauma aufgelöst hast, gibt es immer ein bisschen Rest. Also
Es ist häufig auch so, wenn, vielleicht hörst du das, vielleicht kannst du dich erinnern, wenn du meditierst und du fängst an, in eine hohe Schwingung zu gehen oder du sprichst Absichten, dann knallt es manchmal so ans Fenster etwas, wie als wenn da so etwas ranfetzt oder an die Wand, dann macht es so plopp. Und diese Geräusche sind oft irgendwelche astralen Substanzen, Energiefelder, qualifizierte Energieformen, also auch Wesenheiten, die platzen regelrecht, weil du sie in eine hohe Schwingung gebracht hast. Und dieses, wenn die geplatzt sind, dann fließt das so die Fensterscheiben runter. Gut, dass ihr das nicht sehen könntet, weil ihr würdet sonst jeden Tag Fenster putzen. Astral, ja. Und diese Reste werden dann auch von der astralen Lymphe abtransportiert und können dann, wenn der Astralkörper nicht regelmäßig gereinigt wird, eben mit Absichten, auch die physische Lymphe total belasten. Und wenn wir mit Menschen zusammenleben, die sehr unbewusst sind, die ja auch noch totes Tier essen und also Kadaverreste und die Qual und die Dämonen und das Leid der Tiere damit immer wieder auch in euer Lymphsystem reinholen, dann kannst du daran auch kollabieren. Also dein ganzes System kann an dem Schmerz vom toten Tier kollabieren, weshalb die ganzen Lympherkrankungen, das ist einfach auch ein Teil meiner Praxiserfahrung, besonders häufig bei Fleischessern, Allesessern, bei Allestrinkern drin ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, die sind so schwer besetzt und belastet von der niederen Astralebene, dass es dann gar nicht mal eine physische Ursache hat, dass ihre Lymphe nicht fließt, sondern dass es tatsächlich von Besetzungen ist, die nicht abtransportiert werden, weil es staut sich dort schon an. So voll sind die. Besonders wenn es dann die Leberprobleme hat oder Nierenprobleme, dann hast du da schon Hunderte drauf. Ja, also hier empfehle ich, um eben auch das energetische Lymphsystem sauber zu halten, viel Absichten, Meditationen, Atemübungen und Traumaaufarbeitung und eben 100% vegan. Bleibt als Grundlage für diese Reinigung überhaupt. Ansonsten bringt das nichts. Bis in ein paar Wochen wieder zu. Und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt bin ich ja frei, ich bin jetzt Veganer, ich gehe jetzt viel auf Lichtnahrung. Jetzt bin ich frei von diesen ganzen Sachen. Ja, du wirst zum Staubsauger für die anderen. Und je mehr du mit, sagen wir jetzt mal, geimpften oder eben belasteten dreidimensionalen Menschen zusammenhängst, je mehr wirst du für sie Sachen übernehmen. Das werdet ihr vielleicht schon festgestellt haben. Wenn du dann mal einen Handwerker kommen lassen musst, der ja gerade das Blut noch vom Mund wischt, weil er gerade sein blutiges Steak noch gegessen hat in der Mittagspause, dann kannst du mit einem Hexenschuss rechnen. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder starken Angriffen in der Nacht. Ja, schreib da einfach mal euer Tagebuch zum Lymphfluss und bring dir das in dein Bewusstsein, was deine Lymphe fertig macht. Das reicht auch, ein total verdreckter Arbeitsplatz, mit Rauchern zusammen zu sein, was auch immer, sind alles Menschen, da fließt die Lymphe nicht mehr, da staut sich das. Und das Schlimme ist nicht, dass sie krank sind oder belastet sind, sondern schlimm ist, wenn sie nichts dagegen machen wollen. Das ist dann eine Zustimmung, gegen die du astral auch nicht mehr vorangehen kannst. Also wenn du mit jemandem zu tun hast, dem du schon dreimal gesagt hast, hey, mach mal was für deine Gesundheit, und er sagt, hey, was interessiert mich das? Ja, solltest du diesen nicht mehr besuchen, nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil du kannst dich astral nicht vor ihm verteidigen, denn er hat dir keine Zustimmung gegeben. Ja, und dein System kann dann kollabieren. Also das wird es auch in einer gewissen Form dann tun, indem es sich einfach erschöpft. Ja, du bist dann einfach schlapp irgendwann und die Seelenführung von dir geht auch weg. Also wollen wir diesen Weg gehen, muss einfach alles stimmen. Und dazu gehören eben viele verändernde Entscheidungen auch. Und das bewusste Anschauen, wo bin ich, mit wem bin ich und wie bin ich. Bis gleich und pura Vida aus Costa Rica.